Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu Twilight Fusion, liebe Freunde. Wir zocken heute mal ein klein bisschen Twilight und ich möchte mit euch heute... Ich bin alleine, ich habe keinen irgendwie bei mir. Robert ist momentan so ein bisschen in Arbeit eingebunden und ich habe mir heute mal überlegt, ich möchte mit euch über ein Thema reden. Erstmal zur Entstehungsgeschichte dieses kompletten Themas. Wir waren... im Stream, oder beziehungsweise ich habe gestreamt, was die Tage ja nicht gerade wenig war. Und ich habe mit Schlange darüber gesprochen, so, hey, hör mal zu, hast du Bock, mal ein Manu-Spiel, sprich Manchester United-Spiel, live zu sehen? Daraufhin sagte Schlange, ja, wieso eigentlich nicht? Ich habe natürlich direkt wieder nach Flügen geschaut. Und dann schrieb jemand in den Chat, du solltest mal ein bisschen aufpassen, was du sagst. Wenn du nämlich im Stadion bist von Manchester United, die Leute mögen nicht, wenn du Manu sagst. Okay, so warum? Das ist dann so ein bisschen irgendwie im Chat so ein bisschen verloren gegangen. Beziehungsweise, ja, es ist so ein bisschen, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen verloren gegangen. Warum, wieso, weshalb, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall haben wir dann später, nachdem der Stream vorbei war, darüber gesprochen und haben so nochmal gefragt, so, hey, wieso ist das eigentlich so? Haben selber mal gegoogelt und es ist 1958, gab es ein Flugzeugunglück in München, bei dem 23 Vereinsmitglieder irgendwie gestorben sind und irgendwie ein paar Leute einen Song gemacht haben und das Ganze ist seitdem irgendwie so ziemlich... Ich sag mal vorsichtig, verpönt. So. Und wir haben uns dann darüber so unterhalten, wie kann man denn überhaupt über Tote dann sowas machen? Also so mit Toten darüber so ein Hassdieb machen und das überhaupt so ernst nehmen. So abgrundtief ernst. Und sind dann so zu dem Punkt gekommen, ey, ohne Scheiß, wenn du, als Beispiel, nehmen wir einfach mal, was nehmen wir einfach mal? Nehmen wir einfach mal Fußballrivalitäten Dortmund gegen Schalke. Als Beispiel. Da geht es richtig zur Sache. Da geht es richtig zur Sache. Und wenn du dir vorstellst, das sind Hochrisikospiele, da sind Polizeieinsätze und. Bei der Fortuna war es zum Beispiel in der letzten Saison war es gegen Duisburg, wo dann auch Tränengas irgendwie eingesetzt worden ist und die falschen Leute auch getroffen worden sind natürlich wieder und blablabla blups. Und wir haben uns so ein bisschen darüber unterhalten, wie krass ist das eigentlich? Wie krass ist so dieser Hass der Menschen? Ich meine, sorry. Ja, ich bin Fortuna-Fan. Und ich bin im Herzen Düsseldorfer. Aber wenn da jetzt jemand aus Köln kommt, das ist so die unsere Feindschaft, sag ich mal, Düsseldorf-Köln, so die Fehde. Warum? Oder ich sag mal so. Für mich ist diese Fehde, so bin ich erzogen worden, die ist da, ja, aber es ist kein Hass. Es ist einfach so ein bisschen, man neckt sich irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung. So, es ist so ein, ich finde es zumindest so von meiner Seite aus, das werden sicherlich einige Leute anders sehen. Und ich hoffe nicht, dass diese Leute etwas in die Kommentare schreiben zum jetzigen Zeitpunkt, weil sie können mit dem Commentary sich vielleicht so ein bisschen, na egal, schauen wir einfach mal weiter, so. Düsseldorf-Köln, Rivalität. Das ist, bei uns ist das so der Fall. Aber niemals würde ich jemandem, nur weil er aus Köln kommt, auf die Fresse hauen wollen oder seine Familie ausrotten wollen oder was weiß ich nicht alles, keine Ahnung. Weil, warum soll ich diesen Menschen hassen? Warum? Was bringt mich dazu, diesen Menschen zu hassen? Es gibt in meinem Leben, gibt es nur sehr, sehr wenige Menschen, die ich wirklich hasse. Hassen gibt es wirklich, ich würde mal sagen, vielleicht zwei Menschen, die ich hasse. Und
Der ein oder andere denkt jetzt, das sind YouTuber. Nein, die haben mit YouTube nichts am Hut. Kein YouTuber ist es für mich wert, dass ich ihn hasse. Egal, was er gemacht hat oder egal, was er gesagt hat. Das ist irrelevant. Das ist... Das juckt mich nicht. Weil dafür, dass ich jemanden hasse, muss ich Energie aufbringen. Dafür, dass ich jemanden hasse, muss diese Person mich sehr persönlich verletzt haben. Und das nicht mal eben durch einen Spruch oder ähnliches, sondern durch einen längeren Zeitraum. Dann kann ich einen Menschen hassen. Und ich kann keinen Menschen hassen, wenn er in einem Fußballverein mag, der vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, egal ob besser oder schlechter gespielt, der vielleicht ein paar Mal gegen uns gewonnen hat. Daraufhin kann ich keinen Menschen hassen. Das ist auch irgendwie so, ich glaube, dass viele junge Zuschauer, so, da sind wir so auch sehr nah beim Cybermobbing so ein bisschen. Ich weiß, dass viele Zuschauer versuchen, YouTuber abzufacken. Ich merke es ja bei mir selber, dass sobald mal irgendwie ein YouTuber ein Video über mich macht, dass dann direkt eine ganze Horde von kleinen, mutigen Menschen kommt und mich beleidigen will. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wer YouTuber wird, der ist vielleicht am Anfang noch vielleicht ein bisschen angreifbar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn einer YouTuber ist und dadurch, was weiß ich, seinen Lebensunterhalt bestreitet oder seinen Lebensunterhalt dadurch bestreitet oder auf jeden Fall seit mehreren Jahren mit YouTube zu tun hat, das tendiert einen überhaupt nicht. Mich juckt nicht, was irgendeiner mir in die Kommentare schreibt. Jetzt kommt aber das Gegenargument, Krieger, du blockierst die Leute doch, warum machst du das? Ganz ehrlich, die Leute blockiere ich einfach nur, weil ich keinen Bock habe, dass meine vernünftige Community so einen Scheiß lesen muss. Beziehungsweise, dass ich möchte gerne, es gibt so ein paar Kandidaten beispielsweise, die dann darauf eingehen. Und dann entsteht Streit, dann entstehen Hastrian, was weiß ich, keine Ahnung. Da kommt jetzt einer an und schreibt, ey Krieger, du bist, was weiß ich, keine Ahnung, du bist irrelevant für YouTube, schau dir mal deine Klicks an, bla 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 bla. Da kommt einer, der gerne meine Videos kommentiert, wo ich mich eigentlich drauf freue, dass er meine Videos kommentiert, weil, hey, ich lese meine Kommentare noch, man mag es kaum glauben. Jetzt kommt er auf mein Video, schaut sich das Video an, findet dieses Video hier voll geil, findet voll cool, wie ich hier gerade an diesem Hindernis verkacke und sagt, ey Krieger, voll geil, wie du da nimmst. Und dann liest der, boah, Krieger, kannst du überhaupt noch von deinen Klicks leben? Kannst du überhaupt noch, weiß ich nicht, keine Ahnung, kannst du das noch oder kannst du dies noch oder du bist irrelevant, du bist zerstört worden und bla 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 blups und hast nicht gesehen. Der will gerade antworten und sieht dann diesen Erguss. Was, Moment, da habe ich auf Instagram habe ich das gepostet, Das war echt unterhaltsam, das muss ich wirklich... Da liege ich Sonntagabends auf der Couch, oder Sonntagmittag liege ich auf der Couch, schaue mir meinen YouTube-Kanal an, das war, glaube ich, das Tauchvideo, und da kriege ich einen Kommentar, du, deine Mutter ist ein fetter Spast, wie dich, du Lappen, ich hau dich in die Fräse, wenn du muckst. Und ich habe das meiner Freundin gezeigt, ey, und wir hatten beide so einen Lachflash, Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Aber es ist so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Meint er wirklich, das trifft mich? Ich habe wirklich, wenn einer wirklich glaubt, dass ich jetzt deswegen sage, oh scheiße, ich habe Angst, weil jemand, der eine Rechtschreibschwäche hat und die fünfte Klasse nochmal wiederholen muss, hab mich jetzt beleidigt. So, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gerade als YouTuber hast du halt ein enorm dickes Fell. Und ich frage mich, warum muss dieser Hass überhaupt sein? Warum muss dieser Hass sein? Ich meine, einige Kanäle bauen auf Hass auf. Ohne Hass würden einige Kanäle gar nicht existieren. Oder
glaube, sie nennen es gar nicht Hass. Ich glaube, da wird es genannt kritische Meinung oder sowas. Oder irgend so ein Shit. Keine Ahnung. Einige Kanäle bauen halt darauf auf. Und ich glaube, wenn diese Kanäle gar nicht relevant wären, wäre YouTube auch ein friedlicheres Pflaster vielleicht. Aber das Problem ist, man kann Videos drehen und wenden. Und man findet immer irgendwo, irgendwie, irgendwas, worüber man schlecht reden kann. Muss man es wirklich machen? Muss man es wirklich machen? Ganz ehrliche Frage. Ich weiß von vielen YouTubern sehr persönliche Dinge. Teilweise auch Dinge, die sie in einem, ich sag mal, anderen Licht erscheinen lassen würden. Und zwar in einem sehr krassen anderen Licht. Und jetzt ist die Frage, wenn ich sowas machen würde, wenn ich jetzt hingehen würde und würde das Ganze veröffentlichen, würde jetzt sagen, hey, was weiß ich, keine Ahnung, der YouTuber, der bezahlt andere Leute dafür, dass das und das gemacht wird. Oder der YouTuber macht, was weiß ich, keine Ahnung, das und das und das. Etwas, was wirklich krass wäre. Der YouTuber nimmt Drogen, keine Ahnung. Ich muss jetzt wirklich aufpassen, was ich sage. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, als Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, der YouTuber hat eine Bank ausgeraubt. Und ich weiß davon. Nur mal als Beispiel. Dann würde ich mich strafbar machen. Weil ich von einer Straftat weiß und diese Straftat quasi Sorge, dass sie verheimlicht wird. So. Das heißt, selbst da musst du so aufpassen. Pipapo. Aber egal. So. Was würde mir das bringen? Mir würde das definitiv mehr Aufmerksamkeit, mehr Klicks bringen. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, ihr fahrt drauf ab, ihr habt Bock auf so eine Scheiße. Mit ihr, ganz wichtig, meine ich den Großteil der Zuschauer. Ein Großteil der Zuschauer sagt sich, boah, geil. Heftig, der wird zerstört, tralala. Lieber Po. Und ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte vor gar nicht so langer Zeit, hatte ich so dieses Bedürfnis, es muss immer die Wahrheit ans Licht kommen und bla bla blups. Und ich habe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wie so ein bisschen, ich nenne es mal vorsichtig, YouTube-Polizei aufgeführt. Und habe gemerkt, hey, ich mache mich damit selber kaputt. Gucken wir erstmal, was das hier für eine Map ist. Und habe für mich selber gemerkt, so hey, ah, cool. Geil. Yay. Okay. Nee, die will ich nicht. Ich habe für mich selber gemerkt, so hey, du wirst damit nicht glücklich. Du hast damit keinen Spaß. Muss ich jetzt irgendwas machen? Oder muss ich einfach nur dumm hier die Scheiße? Komm, ich sterb mal. Na gut. Schon gemacht. Passend zum Tauchen.
und habe für mich gesagt, so, ey, nein, du hast keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Es gibt YouTuber, die wollen halt so sein und die verarschen halt die Zuschauer. Für denen ist alles egal, die gehen über Leichen. Und ich möchte nicht so sein. Ich habe gemerkt, dass ich damit wesentlich ruhiger einschlafen kann. Eine Moräne. Schön gemacht. Also gucken wir uns nochmal an hier. Geil gemacht. Echt sehr schöne Map. Ich habe gemerkt, dass ich dadurch mich selber kaputt mache. Das will ich nicht mehr. Ich will mich nicht mehr kaputt machen. Ich will Spaß haben. Und das mache ich. Und das merkt man auch an meinem Kanal. Ich lade ein Drohnenvideo hoch. Ich lade einfach ein Drohnenvideo hoch. Was ich vor... was weiß ich. Vor Monaten nicht gemacht hätte. Echt geile Map. Weil ich Lust drauf habe, weil das ist für mich YouTube. Sehr, sehr geil gemacht. Sehr geil gemacht. Gib ein Like. Und warum muss dieser Hass sein? Wodurch kommt dieser Hass? Ich glaube, dass dieser Hass dadurch kommt, weil man selber provozieren will. Man will selber... Man erhofft sich, glaube ich, eine Reaktion. Und ich glaube, dass ich diese Reaktion häufig gebe. Ich glaube, dass ich die Reaktion häufig gebe. Glaube ich wirklich. Ich glaube wirklich, dass ich diese Reaktion sehr häufig gebe, was auch ein Fehler von mir ist. Aber manchmal muss ich mir einfach darüber lustig machen, was da draußen für ein geistiger Bullshit ist. Wirklich persönlich treffen. Da kann einer sagen, hier, du bist so ein asoziales Stück Scheiße und bla. Da habe ich auch überlegt, welche Beleidigungen würden mich wirklich treffen? Von euch. Wenn jetzt ein Robert beispielsweise mir eine gewisse Beleidigung sagen würde, die würden ziehen. Weil diese Person in meinem Leben relevant ist. Oder wenn meine Freundin das machen würde. Aber wenn ihr da draußen mich jetzt beleidigen würdet, als Geld geil, als Klick geil, als fette Sau, als, was weiß ich, deine Mutter ist tot. Da sind wir übrigens wieder bei dem Punkt. Ich habe kein Problem damit, wenn ihr sagt, boah, das ist auch zum Beispiel etwas, was ich so den Leuten, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, so Niggas oder Bro oder Lars, Schlange. Es gibt ja diese Deine-Mutter-Sprüche. Wenn man jetzt irgendeiner einen Spruch sagt, ey, aber deine Mutter, dann merkst du, dass die direkt so, oh, ey Leute, ohne Witz, geh ich drüber. Und wenn der Deine-Mutter-Spruch gut ist, lache ich auch drüber. Als Beispiel, wisst ihr? Also, ich bin jetzt keiner, der sagt, oh, du hast was gegen meine Mutter gesagt, die ist tot. Nein, ohne Witz, da stehe ich so dermaßen drüber. Da brauche ich jetzt keinen, wie soll ich sagen, kein Psychiater, um da irgendwie nicht in ein Loch zu fallen oder so. Alles gut. Also es gibt wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt, mir fällt nichts ein. Mir fällt wirklich nichts ein, was ihr schreiben könntet, mich wirklich zu beleidigen, mich wirklich zu treffen. Klar, könnt ihr mich beleidigen, könnt schreiben, ey, du Krieger, du bist ein Hurensohn. Was weiß ich, ich hab deine Mutter gefickt und bla 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 bla. Ja gut, da ist meine Mutter gefickt und? Mir doch egal. Ich weiß, dass es nicht so ist und dem ist gut. Aber da ist dann wieder so die Sache, andere Leute, boah, wie kannst du das zulassen, dass du was sagst?
mir doch egal. Lass sie doch labern. Das ist so dieses... Im Kindergarten sagt einer, deine Mutter ist scheiße. Da rennst du noch nach Hause. Wer hat dich beleidigt? So, wenn du halt noch so klein und erfahren bist. So. Später dann, in der Grundschule, deine Mutter ist scheiße. Pam, kriegt der eine. So. Das Thema ist erledigt. So. In der Schule, deine Mutter ist scheiße. Da verklopst du ihn richtig. Pam. Bis er zum Boden fällt. So. Das ist übrigens auch sowas. Andere Seite, aber die Gewalt wird wesentlich schlimmer immer. Also egal, was man macht, was man tut, die Gewalt ist die Hemmschwelle, finde ich, gewaltbereit zu sein oder so, finde ich wesentlich in der heutigen Zeit wesentlich schlimmer als noch vor, was weiß ich, keine Ahnung, mit 9, also vor 15 Jahren. Als ich 9 war, vor 15 Jahren, da sah es wesentlich schlimmer aus. Aber hey, zurück. Und du hast dann mitgekriegt, gut, du hast ihm jetzt auf die Fresse gehauen, die halbe Schule hat Angst vor dir, du hast vielleicht, keine Ahnung, musstest mal zum Direktor und musstest da mal kurz vorstellig werden. Und was hat es dir gebracht? Gar nichts. Hat dir gar nichts gebracht. Der Typ hatte mehr Respekt. Wow. Willst du von so einem Typen Respekt haben? Gut, ich meine, in der Schule ist noch ein bisschen was anderes. Weil du bist noch selber so, gerade als Junge, bist du selber noch so in der Phase, du willst dich nicht unterkriegen lassen, du willst dich selber ein bisschen beweisen. Bist selber so in der Phase, so, hey, ja, dem habe ich es gegeben, tralala, so, und dieses Testosteron und alles ist am Start. Aber, ganz ehrlich, willst du von so einem Respekt haben? Nö. Willst du den Respekt von so einem Arschloch haben? Ich nicht. Weil, so ein Arschloch interessiert mich nicht, das ist in meinem Leben gar nicht erst relevant. Und da ist der Punkt. Du hast eine gewisse Energie, die du aufbringen kannst. Jeden Tag kannst du eine gewisse Energie aufbringen. Bis du abends ins Bett fällst und sagst, boah, geiler Tag. Heute habe ich es den allen gegeben. Es gibt Leute, die brauchen das. Es gibt Leute, die brauchen das wirklich. Aber, also bei mir ist es so, Wenn ich ins Bett falle, versuche ich, dass ich einen schönen Tag hatte durch Streamen etc. Oder mit meiner Freundin oder mit meinen Kumpels. Das ist für mich ein schöner, erfolgreicher Tag. Und nicht, dass ich irgendwelche Leute beleidigt habe. Aber wie gesagt, in der Schule, da musst du noch irgendwie so dein Gebiet beschützen und blablabla. Bla bla bla. Dieses ganze Männlichkeitsgelaber und hau ihm auf die Fresse und bla bla blubs. Wart ihr schon mal beim Abo-Treffen? Habt ihr euch 60% der Leute angeschaut, da ist kein Leger dabei. Oder mehr Prozent. Das ist auch gut so. Wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, es gab, gut, ich hab wenig geschlagen, muss ich dazu sagen. Ich habe mich so in der 5., 6. Klasse, habe ich mich ein bisschen geprügelt. Oder bis zur 5., 6. Klasse. Und dann habe ich gemerkt, hey, die Strafen wären scheiße. Und habe es dann sein gelassen. Und die Leute, die weitergemacht haben, ich kenne keinen von denen, wo ich heute sage, ey, ich bin richtig neidisch auf deinen Erfolg, den du in deinem Leben gemacht hast. Warum? Keine Ahnung. Ich bin raus. Gut, Schluss. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und
Seid anständig.